Wenn du einen Spiegel oder Fenster hast, in dem du dich beim Golfschwingen sehen kannst, hast du eine großartige Gelegenheit, hervorragende Arbeit an deinem Golfschwung zu leisten. Ich denke immer an das Buch The Big Miss von Hank Haney. Tiger Woods, sein Schüler damals, hat ihn Mitte der Nacht in Asien angerufen. Er stünde schon 2 Stunden vor dem Spiegel und weiß nicht genau, was er machen sollte. Morgen ist die vierte Runde, er ist 7 Schläge hinten. Und ja, Hank Haney war sehr überrascht, aber dann hat er ihm ein, zwei Tipps gegeben. Tiger hat dann eine weitere Stunde vor dem Spiegel trainiert und das Turnier gewonnen. So, es kann nicht so schlimm sein, so zu arbeiten. Ich werde alle Dinge dir jetzt gleich zeigen, auf die du achten solltest beim Spiegel trainieren. Du wirst nicht alles wissen müssen, aber bleib unbedingt bis zum Schluss. Ich denke, da werden ein paar Hinweise sein, die dir wirklich helfen können. Und das Tolle ist, dass du es gleich jetzt machen kannst, egal wie kalt es draußen ist. Fangen wir mit der vorderen Perspektive an und es geht mit dem Griff los. Okay, wenn du ein Slicer bist, kannst du gut von hier sehen, wie deine linke Hand aussieht. Die ist ganz entscheidend. So, wenn du nicht ausreichend vom Handrücken siehst, könntest du jetzt schon deine Hand etwas nach rechts drehen, damit du mir von der Hand siehst. Und wenn du ein Hooker bist, wirst du jetzt vielleicht sehen können, dass deine Hände zu sehr nach rechts gedreht sind. So, du könntest die Hände jetzt nach links mehr drehen. Jetzt können wir den Wirbelsäulewinkel beim Ausholen und beim Abschwingen anschauen. Was passiert da? Also beim Stand sollte der Winkel leicht nach rechts geneigt sein. Und dann beim Ausholen macht es erstmal eine Zeitlupe. Wollen wir, dass diese Wirbelsäule, dass der Winkel gleich bleibt. Und dann beim Abschwingen. So, der Körper bewegt sich leicht zum Ziel, aber der Winkel bleibt. Was ich auch sehr gut vor dem Spiegel finde, ist, wenn man es versucht, so weit wie möglich auszuholen. So, da kann man erstmal sehen, ob man anfängt zu kippen zum Ziel oder ob man zu sehr nach rechts sich bewegt. Wir wissen jetzt, dass der Wirbelsäulewinkel gleich bleiben soll. Und dann ist es auch interessant zu sehen, wie der Schaft aussieht. Der sollte auf jeden Fall vor parallel sein, weil, wie du weißt, mit Ball ist der Rückschwung meistens ein ganzes Stück weiter als beim Probeschwung. Okay, so wirklich Spannung spüren in den Muskeln. Wie siehst du aus und ist der Schaft vor parallel? Anfang des Abschwungs, was soll man da schauen? Also von dieser Perspektive möchte ich gerne sehen, wie mein Radius groß ist beim Ausrollen, ohne dass ich das tue und dass ich beim Abschwingen meinen Radius kleiner mache. Und dann schaue ich auch, was der Schaft tut. Ich möchte sehen, wie der Schaft von da senkt, senkt. Während ich den Winkel hier gleich halte. Nur, das ist nicht irgendwas, was ich bewusst tue. Aber wenn ich den Abschwung mit meinem Unterkörper starte und nicht oben drücke, dann bleibt dieser Winkel gleich. Der wird sogar etwas kleiner. So, jetzt Impact. Worauf können wir jetzt achten? Ein Stuhl verwenden, der ist nur ein paar Zentimeter von meiner linken Hüfte entfernt. Ich hole aus. Und jetzt beim Abschwingen möchte ich eine leichte Verlagerung nach links spüren, aber ohne den Stuhl zu berühren. Ich möchte meine Hüfte so viel wie möglich drehen, wieder ohne den Stuhl zu berühren. Ich möchte schauen, dass ich den Winkel zwischen Schaft und Arm noch nicht ganz gelöst habe.
Und mein Bauch sollte in diesem Fall nicht zum Spiegel zeigen, sondern irgendwo da. Und dann als letztes schaue ich wieder meine Wirbelsäule an. Ist mein Winkel immer noch leicht nach rechts geneigt? Und jetzt zum Schluss, die Position gleich nach dem Treffen, finde ich ganz, ganz wichtig. Da möchte ich schauen, dass mein Körper viel gedreht ist, nicht nur mein Unterkörper, auch meine Brust. Aber in diesem Moment möchte ich, dass der Schaft zur Brust zeigt. Das bedeutet, dass dieser Punkt hier das Ende meines Releases ist. Okay, ich möchte hier nicht da das Release ändern, sondern da. Und wenn man das genügend trainiert, kann man bewusst durch den Ball releasen und sehr viel Geschwindigkeit produzieren.